Moin Mädels. Auch mit so einem aufgesetzten Lächeln, so wie gerade. Ja, so kommt das authentisch rüber. Ja, so, also, Patreon, du bist ein Spender. Ja, nicht unbedingt. Du solltest einer sein. Wir haben ein neues Kapitel begonnen in der Geschichte des ACS-YouTube-Kanals. Kann man das so sagen? Ja. Kann man so sagen. Hoffen wir es, dass es auch weitergeht. Wie ihr sicherlich gerade gesehen habt hier, eine Viertelstunde vorher, haben wir das erste Community-Projekt hochgeladen. Wir haben ja schon mal so ein Unterstützungsvideo hochgeladen, wo wir darum bitten, dass ihr uns helft. Ja? Und dafür haben wir, damit ihr uns irgendwie helfen könnt, haben wir ein Patreon-Konto eröffnet. Und Patreon ist halt eine Seite, wo man sich anmelden kann, also wo ihr euch anmelden könnt. Dann könnt ihr auf unsere Creator-Page klicken. Da habt ihr dann die Möglichkeit, uns in unterschiedlichen Tierstufen mit Spenden zu unterstützen. Das ist ein Abo, was ihr da abschließen könnt. Da könnt ihr uns dann von 2 bis 5 oder über 5 bis 20 Dollar dann unterstützen. Das sind die einzelnen Tierstufen. Theoretisch würde das dann monatlich von eurem PayPal-Konto abgebucht werden und dann auf dieses Spendenkonto von Patreon gelangen. Wir können uns das wieder abbuchen und davon dann zum Beispiel jetzt hier Kamera-Equipment kaufen für den Hannes. Ja, da haben wir schon gut investieren können in den letzten Monaten. In dem Moment, wo ihr uns damit unterstützt, ja, tragt ihr dazu bei, dass wir diesen Kanal hier weiter betreiben können überhaupt. Ja? Weil das sind alles große, große Kosten, die hier natürlich auf uns zukommen. Durch euch können wir uns das dann leisten, weiterzumachen. Ja? Im Gegenzug dazu kriegt ihr nicht nur weiterhin geile Videos, sondern wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir auch hoffentlich weiterhin regelmäßig diese Community-Projekte machen können. Das heißt, es bleibt genug Geld über, um davon Gewehre zu kaufen, die wir aufmotzen können, und dann unter euch Patronen dann verlosen können, ja? So, das heißt, in dem Moment, wo ihr auf den Spendenknopf drückt, sinnbildlich gesprochen irgendwie, das ist irgendwie kein wirklicher Spendenknopf, um uns zu unterstützen, bekommt ihr zusätzlich automatisch die Möglichkeit dazu, so ein High-End-Gewehr zu gewinnen. Der erste hat ja schon gewonnen. Genauso wie die Tierstufen gestaffelt sind, werden wir auch eure Chance auf den Gewehrgewinn staffeln. Wenn ihr 2 Dollar spendet, kommt euer Name einmal in den Lostopf. Wenn ihr 5 Dollar spendet, kommt er zweimal in den Lostopf, 10 Dollar dreimal und 20 Dollar viermal. Und dann grabbeln wir in dem virtuellen Lostopf und suchen einen Namen raus. Und der hat dann das nächste Gewehr gewonnen. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen verstanden. Habe ich was vergessen? Eigentlich nicht. Wie gesagt, darum, wir wollen das monatlich machen können. Aber da kommt es jetzt eben darauf an, wie die Spendenhöhe ausfällt insgesamt am Monatsende. Ja. Und deshalb ist es wichtig, teilt das Video, sendet das mit. Selbst Leute, die vielleicht unseren Content gar nicht gucken, aber die vielleicht einen Bock haben, mit 2 Dollar im Monat Unterstützung einfach nur die Chance darauf zu haben, ein 800-Euro-Gewehr oder so zu gewinnen. Achso, ja, die Gewehre werden auch immer unterschiedlich sein. Ne? Also es ist mal eine M4, dann mal eine AK oder eine Sniper oder sonst was. Ja? Das sind immer vielleicht auch mal eine G3 und so. Darum geht es ja, damit wir auch eine schöne Waffenvielfalt in den ganzen Videos auch mal haben und so weiter. Ja, dann hauen wir hier ein Gewehr nach dem anderen raus. Und jedes Gewehr, gebe ich euch Brief und Siegel drauf, hat ein High-End-Tuning, was definitiv sehr, sehr lange halten wird. Außer vielleicht mal so ein Ding. Das hält vielleicht nicht ganz so lange. Aber dafür habt ihr in der Zeit umso mehr Spaß damit. Ja. Könnt ihr gerne auch hier in die Kommentare schreiben, was hättet ihr für eine Idee? Denkt euch ein Budget zwischen 600 und 1200 Euro. Und was könnte man sich da Geiles zusammenstellen, was die Jungs zusammenbasteln können und das an euch raushauen können. Aber nein, gesagt, ich baue nicht wieder eine TK-45 zusammen. Ne? Und eine Firehawk werde ich auch nicht machen.